Rasse ist 500 Jahre alt, ungefähr 300 Kilo schwer, 2 Meter und 10, wenn sie auf den Hinterbeinen steht. Links und rechts von ihr, Vanya und Michu, ihre beiden Söhne, echte Hamburger Jungs, vor 2 Jahren knapp, hier bei uns im Tierpark geboren. Die beiden wiegen je so um die 120, 140 Kilo. Und sind auf den Hinterbeinen stehen, mittlerweile auch schon so 1,50, 1,60 groß. Im Hintergrund, da läuft Leonid, der Vater der beiden. Leonid ist mittlerweile 6 Jahre alt, im Zoo von Moskau geboren worden. Leonid ist 2,60 Meter hoch, wenn er auf den Hinterbeinen steht, und wiegt so 450, 500 Kilo. Achso, und ich bin Uwe, wiege so um die 85 Kilo, 1,80 auf den Hinterbeinen stehen, und auch ein Hamburger Junge. So, unsere 4 Bären sind, aber Braunbären gibt es ansonsten weit verbreitet, überall da, wo der Mensch sie lässt, in ganz Europa, Asien bis nach Japan, früher auch in Südamerika, über den ganzen nordamerikanischen Kontinent bis nach Kanada und Alaska. Bären gibt es in ganz vielen verschiedenen Gebrauchsgrößen. Die größten sind die Kodiakbären. Dort können die männlichen Tiere über 750